Jägerschnitzel. Das ist so lecker. Wir starten mit Kartoffeln. Die lassen sich super meal preppen, einfach geschnitten in den Kühlschrank geben, genauso wie die Champignons. Auch die habe ich ein paar Tage vorher schon geschnippelt. Zwiebeln und Knoblauch immer geschnippelt im Kühlschrank aufbewahren. Das ist perfekt. Und dann starten wir mit den Kartoffeln. Geben die auf ein Backblech und würzen sie mit Olivenöl und Kräutern. Und die gehen dann in den Backofen für 20 Minuten ungefähr. Die Hähnchenbrustfilets von beiden Seiten schön anbraten, damit sie Röstaromen haben. Nicht durchbraten, weil die kommen noch in den Backofen für 10 Minuten. Die Jägersoße geht auch ganz schnell. Einfach die Zwiebeln andünsten, bis sie schön goldgelb sind. Dann kommen die Champignons dazu. Alles gut unterrühren. Und nach einer kurzen Zeit dann auch den Knoblauch dazugeben. Wieder schön verrühren und ein bisschen köcheln lassen. Dann mit Pfeffer und Kräutern würzen. Und rühren, rühren, rühren. Und wieder köcheln lassen, das ist das Geheimnis einer guten Soße. Kräuter kommen dazu und die Frühlingszwiebeln. Das duftet so lecker. Jetzt der Frischkäse für eine cremige Soße. Schön verrühren wieder. Noch ein bisschen rühren und köcheln lassen. Dann mit etwas Gemüsebrühe angießen und die Kochsahne dazugeben. Wieder alles ein wenig aufköcheln lassen und noch so ungefähr 5 Minuten köcheln. Dann kommen die Hähnchenfilets nachher aus dem Ofen nochmal in die Pfanne, um durchzuziehen. Und schau dir diese Kartoffeln an, wie knusprig sind die denn bitte. Jetzt nur noch alles schön anrichten und genießen. Guten Appetit!